So beendet man doch keinen Tanz. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Und ja, genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein, der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Okay, komm. Mir nach. Wie weit ist es? Ist ein Stück. Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein. Au! Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Wieder. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Verstanden. Das wird jetzt alles. Ich muss die Katapulte ausschalten. Thank you.
Fenster. Nimm's nicht persönlich. Fast geschafft. Bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Bei den Los Illuminados herrscht zunehmend Unruhe. Bleib wachsam. Okay, Ende. Bis zur Kirche dürfte es nicht allzu weit sein. Was für ein Empfang. Zu einfach. Hier geht's zu wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Noch.
Leon. Warum bin ich nicht überrascht? Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Gut, weiter geht's. Da wären wir. Die Kirche. Wieder versetzt. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Wir haben Louis' Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Menders Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Ich wusste, der macht Ärger. Na dann, unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird ein
Okay. Weiter zu Menders Haus. Gleich da vorne ist es. Beschäftige sie, Leon. Hoffentlich finde ich was zu Louise. Na, sieh mal an. Vielleicht ist er dort. Ich glaube, ich bin sie los. Una vor der Muss es sein. Verdammt. Fehlanzeige. Die sind von Louise. Ist das eine Frequenz? Ada? Ich wusste, du findest mich. Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da
ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Schön zäh. Weg. Endlich. Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Das ist neu. Oh.
Eindruck? Wow, beachtliche Fanbase, Luis. Station. Wiedersehen. Na? Ja, dachtest nicht, dass du noch mal hierher zurückkommst, hä? Tja, so kann man sich irren, hä? Bist du sauer? Du bist sauer. Ich muss nur eine Sache erledigen, bevor ich den Bernstein hole. Wie bitte? So war das nicht ausgemacht, Luis. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Wow. Hör zu. Jemand braucht meine Hilfe. Du kennst mich. Ich bin der gute Samariter. Wer ist das? Leon? Ja, genau. Leon und die junge Frau. Sie sind infiziert. Es gibt Medizin, die die Infektion eindämmt. Und ich weiß, sie wirkt. Ich hab sie getestet. Deshalb... Und das interessiert mich, weil? Weil du selbst infiziert bist. Ich hab hier nicht zum Spaß geforscht, Ada. Ich erkenne die Symptome, wenn ich sie sehe. Du müsstest sie eigentlich bereits spüren. Die Medizin unterdrückt sie vorübergehend. Hey, glaub mir, du hast viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Okay, aber das ist das letzte Mal. Danach holen wir den Bernstein. Ich gebe Leon Bescheid. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte rein, aber... Ladies first. Was ein Kavalier. Und
unten gibt es ein geheimes Labor. Da sind meine Sachen. Und die Medizin, hoffentlich. Was wäre ich nur ohne dich, Ada? Parasitenfutter. Brennt's hier? Finden wir's raus. Ada, ich brauche Hilfe. Zu einfach. Danke. Nein, nein, nein! Wir müssen die Medizin retten, schnell! Luis, lass es! Luis! Der spinnt doch. Luis, komm zurück! Nicht den Rauch einatmen! Lass uns zurück nach oben. Dann sehen wir weiter. Hier lang. Hey, für wen arbeitest du eigentlich? Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Wenn du meinst, ist mir ehrlich gesagt auch egal, solange du mich hier rausholst. Warte, ich hab den Schlüssel. Okay. Wir sehen uns später. Viel Erfolg. Dir auch. Also gut, zuerst zur Buchbinderei. Ich habe ein paar Artikel für dich zurückgelegt, aber verrat's nicht meinem anderen Kunden, okay? Wie raffiniert. Laut Liste ist hier die erste Komponente. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer.
Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Wir sehen uns, Leon.